Okay, gleich mache ich mal den komischen Kampf von ihm nochmal gegen die S-Bar. Mal schauen, wie ich mich dagegen schlage, ob das was wird. Aber vorher schaue ich mal nach, wie den Kampf ich kann. Kampfsituation mit S-Bar Schokomoppel. Was das denn, ey? Analyse des Zustands Vision. Zweimal Vision angewandt, okay. Mechanismen des Fertigkeitserwerbs. Verwerfen speziellen Fertigkeiten, okay. Die Waffenfertigkeiten aller 16 Waffen erlernen. Okay. Versuchen zu Subspezies in Einzelexemplaren. Ich habe ja bisher, glaube ich, eigentlich alles besiegt, was mir über den Weg gelaufen ist. Also ich mal dieses Schokomoppel-Ding. Weiß ja gar nicht, ob der Schaden mir überhaupt, ob ich wieder geheilt wurde. Das Blöde an der ganzen Sache ist aber halt auch, dass ich nicht an. Ich kann mir auch nichts mehr zum Heilen kaufen. Ich bin absolut broke. Ich weiß auch gar nicht, wo ich Geld herbekomme. Okay, als Ergebnis der Auswertung der gesammelten Daten zu den Bestien konnte der Naturgeist Schokomoppel erfolgreich reproduziert werden. Was nur noch bleibt, ist das Verhalten im tatsächlichen Kampf zu überprüfen. Der Auftrag ist, eine Kampfsimulation mit Schokomoppel durchzuführen. Okay. Ich sehe auch jetzt schon, dass es voll nach hinten losgehen wird. Komischerweise werden die nicht leichter, umso weiter ich im Spiel voranschreite. Boah, tschüss, Digga. Er hat mir einfach richtig gegeben. Wer denn? Ist das ein fucking Tombery, Alter? Ich zieh ihn nochmal an. Ich
down. Let's kick it up a notch. Bring it! I'm waiting. Bang, bang! Okay, ich muss sagen, der Kampf ist wesentlich leichter als der gegen Shiva. Sorge bei. Ach, scheiße, ich brauche AP. MP meinte ich. Habe ich einen Ether rein? Ich habe genug. Oh, fuck. Huch! Lauf! Das ist ein angenehm molliger Essbar, nachgebildet in einem virtuellen Raum. Angenehm mollig, alles klar, Bro. Es handelt sich um die Manifestation des legendären Chocobos, der Fruchtbarkeit und Glück symbolisiert. Chocomoppel kommen in vielen beliebten Märchen vor. Klar, Bro. Boah, Digga, okay, langsam wird's aber kritisch. Also der Kampf war wirklich wesentlich leichter als der gegen Shiva. This is incontrovertible proof that the universe has a sense of humor. Now that you have a fun new partner in Fat Chocobo, Fat Chocobo. Shinra like a bug. Fat Chocobo. Okay, ansonsten sollte ich hier jetzt aber fertig sein, oder? Aber ansonsten nichts mehr. Receiving all of your future battle intel submissions. Können wir mit dem quatschen, ob noch irgendwas da ist? Das sind so Sachen, die ich hätte ich eigentlich schon längst machen können. You hear about what happened over in Sector 7? Erzähl nicht. Nee, weiß ich nicht. Noch nie davon gehört. Ist ja nicht so, dass jeder darüber quatscht und ich von da gerade gekommen bin. So, okay. Wieder nach hinten muss ich.
Geheimversteck. Ah, okay, stimmt. Ich kann das Geheimversteck der Kinder. Okay, da komme ich sowieso nicht lang. Okay, ich muss weiter nach vorne. Dann kann ich ja gleich mal gucken, dass ich meine Medaillen eintausche. Davon sollte ich mittlerweile eigentlich auch schon wieder arschvoll haben. Wie komme ich denn da rein? Hier, wa? Es ist zu. Ist das nicht genau hier gewesen? Oh, ist einfach dicht. Okay. Na, heißt das wohl wahrscheinlich einfach nur noch geradeaus, wa? Oder auch nicht. Weil ich gerade von da gekommen bin. Okay. Wirklich großartig was machen kann ich hier wahrscheinlich eh nicht mehr. Ja, war zwar ein kleiner Umweg, hat auch nur eine halbe Stunde gedauert, hierher zu kommen, wa? Na, immerhin habe ich jetzt hier die komischen beiden S-Bar besiegt. That's the house. Marlene! Marlene! Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich noch versuche, in irgendwelchen Ecken nachzugucken, ob es hier geheime Gegenstände gibt oder so. Oder andere Sachen zum Freischalten. Sollte ich mir echt abgewöhnen, ey. Aber tue ich nicht. Es stürmt da einfach rein. Wo ist Marlene? Ist sie hier? Barrett. Sorry, I'm Barrett. Marlene's my little girl. Marlene, she's got short hair. She's cute as a button, with the heart of an angel. She was wearing, pink. She was wearing a she's pink dress today. She's sleeping upstairs. Huh? Oh. I said she's sleeping. I want to see her too. Come on, let's go look in on her. Keep it down. Don't wake her. So, dass keiner fragt einfach nach, was mit ihrer Tochter ist. So. Maybe you should join your friend upstairs. Marlene, my baby, thank God. Shh. Shinra has my daughter now.
I'm sorry. Oh, nein. I'm the one who asked her to go get Marlene. We'd only just met, but she was so kind and helpful. I took advantage of her. It's not your fault. It was only a matter of time before she ended up back there. Because she's an ancient. Is that it? So she told you about that. She must trust you all a great deal. Yes, Aerith is an ancient. Probably the last one living. She's not my daughter. Not by blood, I mean. If that's what you were wondering. About 15 years ago. My husband, he'd been shipped off to fight on the front lines. But then I received a letter saying he'd be home for a bit. So when the day came, I went to the station to meet him. But he didn't come. I couldn't help fearing the worst, even then. But I told myself his leave must have been postponed, that he'd been delayed. Every day I went, to wait and to pray. And that's how I met her, her and her mother. I thought maybe they'd run away from Wall Market, or that they were topsiders fallen on hard times. I'd seen that sort of thing a lot. Take Aerith somewhere safe. Those were her mother's dying words. My husband had been away for so long, and I was lonely. So I convinced myself the safest place for the girl was with me. It took no time at all for her to start feeling like family. She was a real chatterbox. She told me strange stories. Like how she and her mother had escaped from some sort of facility. And how she wasn't sad because her mother had just returned to their planet. Their planet, huh? Yeah, that sounds about right. I didn't understand any of it at the time. When I asked if she meant one in the sky, she said no. This one, right here. I mean, what can you say to that? Mommy, don't be sad. That's what she said to me one day, out of the blue. So I asked her, what's wrong? A man you really, really loved just died. His heart came a long way to say goodbye. But he couldn't stay because he had to return to the planet. I didn't believe her, of course. And then, a few days later, I received a letter saying my husband had been killed in action. Things like that, she'd just know. It was a lot to deal with, but we were happy. And then came the knock. Coming! No! Go away!
you know you're not just any little girl. You're a descendant of the ancients. I had no idea what he meant, so I said, who are the ancients? They were the original stewards of the planet, whose boundless knowledge and wisdom shall guide us to the promised land. Some believe the promised land to be a myth, others an allegory of sorts. But we take the words of the scriptures at face value and believe it to be quite real. Which is why Shinra would like very much for Aerith to help You're us- You're wrong! I'm not an ancient! But Aerith, even when you're all alone, don't you hear voices whispering secrets? No, never! But all three of us knew that wasn't true. That man knew exactly who Aerith was, where she'd come from, and what she could do. They knew where she was, but they didn't just take her? Doesn't sound like the Turks I know. She had to come willingly, otherwise it wouldn't work, they said. That's why, even if they did take her away, I'm sure she's still being treated like a guest. And that they'll send her straight back home, once they get what they need. I doubt it. You're not planning anything, are you? Don't make things worse than they already are. If I lost her too, I don't know if I could... If I could ever... Just don't. Cloud, maybe she's right about this. Maybe they'll let Aerith go when it's all over. Maybe we'd be better off waiting a little while. Let's head back to Sector 7. Got things to take care of. Like checking up on the bar. Yeah. Was für eine Bar? Okay. So bestimmt nicht mal mehr da. Ach, die werden ihre Tochter auch sicherlich einfach gehen lassen. Na, sicher. Nach, ob da noch irgendwas rumliegt oder so. Wahrscheinlich nicht rein, wa? Ach, doch. Das war Talisman, okay. Wird wahrscheinlich die S-Bahn-Linie ein bisschen schneller auffüllen, so wie es aussieht. Verringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Talisman, stärkt gerufene S-Bahn. We're gonna win this fight, I promise. Ja, wer kennt's nicht, war einfach mal in so einem Haus rumlatschen, was einem nicht gehört, war. Spazieren gehen. Bitte aus dem Weg, dankeschön. Ich war aber auch gerade so ein bisschen wundert, wo pennen die ganzen Leute hier eigentlich? Obwohl, ach, da ist ja noch eine Tür daneben. Scheint aber auch nichts mehr zu sein. Mal los, warum? To Sector 7 is buried under rubble now. So how are we supposed to get back inside? Underground passage in the park. Good plan. But how do we get to the park? I know another way to get there. Aerith showed me before. This ancient girl knows her stuff.
didn't mean anything by it. Okay, jetzt sollte ich aber vielleicht die Möglichkeit dazu haben, ein bisschen rumzulaufen. Durch den Helmchenhof komme ich ja nicht mehr rein. Aber da sollte eigentlich sowieso nichts drin sein. Klar, sprecht ihr darüber, was erwartet ihr denn? Da war so eine riesige Platte auf den Sektor raufgeklatscht. So. Oh nö. Oh. Passiert, wa? Herkömmliche Sache. Komme ich jetzt irgendwie wieder bei den Kindern daran oder nicht? Ich aber auch nicht, warum ich die ganzen komischen Mogi-Talismane dann bekomme, wenn ich die dann sowieso nicht benutzen kann. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Bahnhofsfahrt, Schottelabladezone. Spielplatz war ja in die andere Richtung. Ich guck mal trotzdem nach, ob ich hier jetzt lang laufen kann. Okay, ich komme trotzdem nicht da lang. Ja, super. So viel zum Thema war Open World mäßig. Backtracking nicht möglich. My ears are still ringing from it. Die Soldaten müssten aber auch eigentlich noch da sein. Im Walmart. Over there. Na, jetzt geht's ja durch den Tunnel durch, ja. Ja. Also wieder auf dem Weg zur Kirche, glaube ich. Wohl, nee. Das war in einer anderen Richtung. Aber vielleicht habe ich doch die Möglichkeit, da nochmal hinzukommen. Wäre eben halt ganz gut wegen der Materie, die da rumliegt. Wenn es nicht halt schon vorher irgendwie eine Möglichkeit dazu gegeben hätte, die einzusacken. Nimmst du Tekken-Musik, ja? Okay, Barrett hat den Dings drin. Mache ich Barrett als Leader rein. Weil er muss die Angriffe abbekommen. Weil wenn es jetzt so funktioniert, wie ich es mir jetzt gedacht habe, das funktioniert. Gegenstände sollten hier, denke ich mal, auch keine mehr rumliegen. Ach, schon wieder eine Mogre-Medaille, okay. Ja, ich werde definitiv noch mal irgendwie da hinkommen. There, that way. We'll have to fight our way through. But it's our only shot. Oh, Megatrank. Wow. Wird mal wieder Zeit, dass ich mal davon was finde.
do it right. Das kurz einen Kampf und wechselt seinen gestärkten Zustand da. Was never in doubt. Wie denn, I won't hold that. Neither will I. Hab ich die schon? Ja, hab ich schon, okay. Don't look now, but it's about to get real. Leave it to me. See ya. Guess it's my turn. You got this! All set! Good luck! Hang back! Allow me. Feintechniker lernen mal, ich sag's so. Aber wie? Wirbelfaust, komm. Hau mich! Schlag mich mit der Wirbelfaust! Schlag mich doch mal. Wow. So. Also da will man von den Gegnern geschlagen werden und wir machen so. Das ist aber nicht, was wir machen sollen. Na komm. Kann ich das nicht einfach benutzen? Ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Muss ich mich damit treffen lassen? Ja, muss ich. Hat er die jetzt überhaupt schon drin? Ich weiß das gar nicht. Okay. Komm, treff mich. Wenn die nicht in Verteidigung geht oder so, nichts machen. Na komm. Es macht aber auch nichts, das Vieh. Jetzt bleiben wir mal stehen. Ah. Selbstzerstörung gelernt. Perfekt. Ich glaube, das war es dann auch erstmal mit dem Part.